ではヒトセンダー始まるよ。Ja, was soll ich sonst machen? Ich weiß nicht, hier ist Gemüse an. Ja, was ich mit dem sonst... Was? Erklär mir, was ich mit dem Gemüse machen soll. Komm schon. Eine Suppe. Ja, eine Suppe kann man damit gut machen. Nee, ich mach den Teil, den anderen Teil nehme ich noch für die Soße. Ich mach das, glaube ich, schon mal in der Schüssel. Es muss nur blanchiert werden, oder wie das heißt. Also es muss nur kurz erhitzt werden. Das soll ja nicht ganz... Das kommt nachher auf euer Steak drauf. Ja. Gemüsebrühe ist immer gut. Kann man nichts falsch machen. Ja, ich übertreibe. Muss ich in einer Zwiebelchen hier noch braten, oder? Noch 2 Stunden. Ja, die köcheln vor sich hin, Junge. Da steht. Jetzt kommt mein Plan. Okay. Hülle den Hackbraten mit Chinakohl. Das ist ja ein genialer Eimer hier. Was macht er? Wo mache ich die hin? Kann sie nicht da stehen. Ich nenne es das Herz des Westens. Das sieht doch alle interessant aus. Mittelscharfer, delikater Senf. So. Ja, ich weiß, es wundert euch, dass man das in die Suppe macht. Aber das ist die entscheidende Note am Ende. Ich muss ja schon mal jetzt probieren, wie es schmeckt. Hast du jetzt in die Suppe gemacht, Cori, bisher? Geheim, das bleibt geheim. Der Koch verrät nicht seine Zutaten. Paprika scharf, nee, schon Gemüse. Ach, Knoblauch vielleicht noch. Soßenbinder. Das war ein bisschen zu viel, aber... Wie Sie sehen, ist das jetzt hier... umhüllt von Chicorée und Chinakohl und mal sehen, was daraus wird. Wie lange kommt es in den Ofen? Oh, so eine Stunde, würde ich sagen. Das ist ja immer auch rohes Hackfleisch, das muss ja durchschneiden. Weiß ich, irgendwas muss ich da reinmachen, um es geiler zu machen, aber die schmeckt ja richtig krass. Ich werde es einfach nur ekelhaft. Ich will essen. Gibt es ja einen Timer oder so? Was? Ich habe es nicht mal gestartet. Jetzt weiß ich gar nicht mal, wie lange ich es schon umgetrennt habe. Guck mal. Ich glaube, hier ist schon verkackt. Ja. Das sieht eigentlich nicht drin aus. Nicht aufschneiden. Jo, ich habe mein Steak jetzt in den Ofen gemacht. Das Hirschsteak, Rückensteak hier oben. Sieht man es? In alle Folie. Jetzt bin ich an der Soße. Es wird jetzt halt ein bisschen Fett spritzen. Seht ihr ja. Jetzt müssen wir hier die Soße machen. Jetzt gehen wir erstmal mit der Temperatur runter. Das machen. So, und dann machen wir da so eine Braten. Bisschen Milch noch dazu dann nachher. Und was hast du jetzt in die Soße gemacht, Cori? Ja, an sich halt vom Steak noch, der im Prinzip das eigene Aroma vom Steak. Dann bis jetzt Salz, Pfeffer und ein bisschen Schuss Milch. Und jetzt kommt noch ein Schluck Wein rein, wenn er einen hätte. Was hast du jetzt reingemacht noch, Cori? Mehl. Ich muss es jetzt nur ein bisschen rühren, weil das jetzt sonst ein bisschen klumpig wird.
werden die Soße entsorgen, weil sie so lecker schmeckt. Leute, das ist aber nur ekelhaft. Das kann man, das kann ich den Kunden nicht anbieten. Was schmeckt es denn? Nach Mehl und Fett. Dieses Pulver ist sozusagen eine Geschmacksverbesserung der Soße. Du musst auch Wasser reinmachen, gell? Das weißt du. Nein. Junge, die dürfen nicht wissen, woher alles ist. Was passiert jetzt noch mit den Dingern hier? Ja, die werde ich nachher noch anbraten. Boah, das, bei mir geht es nicht mit raus. Wie kacke ist das? Mein Steak! Mehr sein, das gibt es noch so. Sesam. Ah, Balsamico. Ich glaube, die Soße ist schon so bald fresh. Ist sie noch verfeinern, oder schmeckt die? Ja, ich hatte jetzt schon eine schöne Pause. Also, das sieht ein bisschen schäbig aus, das gebe ich ehrlich zu, aber das kommt auf den Geschmack an. Der wird. Ich weiß nicht, wie es schmeckt, aber. Der wird. Gut, also mein letzter und Schritt, Spaghetti. Vielleicht ein bisschen mehr, aber. Aber er macht ja auch Nudeln, also theoretisch. Ich will den so leicht würzen, ein bisschen anbraten. Dass ich nachher den sozusagen als Beilage neben zu der Soße und zu den Nüdelchen nehmen kann. Was wird das jetzt? Das ist sozusagen eine Beilage zu dem Pflanzen. Sozusagen. Eine Nudel. Dankeschön. So, das hier sieht doch schon mal appetitlich aus, würde ich sagen. Junger Mann. Junge, ich muss da arbeiten. Like es sieht interessant aus. Teller, um das anzurichten. Da ist der andere auch da drüben grün. Zu kompliziert macht sie das. Unterstützen. So, jetzt wir sind fertig. Oder ihr seid fertig? Ja. Ja. Und, Beliefs? Was meinst du, Spaß? Also bei mir lief's stressig und die Suppe wurde leider nicht wie gewollt. Was hast du reingemacht? Fenchel, Zucchini, Wasser natürlich für die Brühe, Soßenbinder und dann halt Gewürze, ganz viel verschiedene. Milch auch noch, Senf, weiß nicht, ob ich ja Senf nicht mache. Jonas' Essen hier. Kämpfst mit dem Baum da. Ja, der ist irgendwie schon gammelig. Also optisch muss ich sagen, Jonas Essen sieht ziemlich attraktiv aus. Also optisch vor allem das Hirsch aus Neuseeland war es, glaube ich. Das sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Und Salat sieht eigentlich auch optisch gut aus. Und die Suppe, ich meine, die sieht optisch ganz okay aus. Kann man jetzt nicht viel sagen. Sieht halt aus wie eine Suppe. Und Heikos, also. Ich muss sagen, die Suppe schmeckt nicht so. Also. Ja. Heiko noch probieren? Halt, ich hab ne. Ja. Ich hab nicht viel Hoffnung, aber ich hab sie ja schon mal probiert. Ist der Geschmack, ich sag's euch. Wenn du das erste Mal da wirklich einen Löffel von nimmst. Nee. Ja? Der Nachgeschmack ist okay, aber das erste Mal. Das ist einfach so viel, zu viel einfach. 2 von 10. Hat Nachgeschmack zumindest. Aber ja, der erste. Dann sage ich auch kann 2. Kann ich mal was sagen, aber ihr bewertet ja, warum bewertet ihr das jetzt einzeln, aber den Salat nicht? Okay. 8. Ja, ich auch 8. Wie es aussehen, es schmeckt dementsprechend. Das ist also ziemlich gut. Hohe Zahl. Hauptgericht.
Gericht tust du halt als eins. Aber eigentlich isst man die Nudeln nicht alleine, gell? Also die Nudeln, also ein bisschen zu weich vielleicht. Aber die Soße, ja, die Soße schmeckt halt so wie eine Fertigpackung, muss ich sagen. Dieses Pulver ist sozusagen eine Geschmacksverbesserung der Soße. Du musst auch Wasser reinmachen, gell? Das weißt du. Nein. Mhm. Man kann sich nicht beschweren. Sagen wir mal 5. Mhm. Oder 6. Was sagst du, Heiko? Aha, hab ich davon probiert. Ich gebe dem Essen gleich einen Gesamtwert. Schmeckt falsch. Auf jeden Fall sehr künstlich. Auf jeden Fall nicht selbst gemacht, würde ich sagen. Ich muss sagen, das überzeugt mich jetzt nicht so, das schmeckt irgendwie auf jeden Fall. Ein bisschen mit Pommes. Nicht so schlecht, würde ich sagen. Besser als die Nudeln sogar. Das ist jetzt nicht mein Fall. Ja, ich spüre die Nudeln eher. Schmeckt halt wie Pommes irgendwie. Dann probieren wir mal. Ich meine, das ist jetzt hier das Hauptding. Also das Hauptding? Das ist wahrscheinlich am meisten den... Also ich muss schon mal sagen, sehr medium. Hallo, chill mal, Alter. Ich bin neugierig. Also optisch sieht schon mal ganz in Ordnung aus. Aha. Okay. Dann nimmt den fetten Morgen. Ja. Konsistenz ist sehr gut. War jetzt kein Geschmackswunder, aber... Ja, geschmacklich ist jetzt nicht beeindruckend, das haut mich jetzt nicht vom Hocker. Aber auf jeden Fall mal nicht verkackt. Das so allgemein würde ich dem eine 7 geben, im ganzen Gericht. Ja, ich finde die auch so. Also es ist kein Meisterwerk, aber es 7 ist insgesamt so. Der Salat zieht das Ganze ein bisschen hoch und die Suppe zieht es runter. Und der Teller ist so ausgewogen, würde ich sagen. Das ist 7. Dann bin ich selber gespannt, wie das schmeckt, weil ich. Aber da gibt es ja nicht so viel zu sagen, weil es. Ja, okay, ist jetzt also rohe Nudeln. Bei ihm gibt es nicht mal eine Soße. Ja, aber woher soll ich eine Soße erzaubern? Man muss es zusammen essen, ne? Also, okay. Probieren wir das mal. Müssen wir es erstmal ausgraben. Also, interessante Idee auf jeden Fall, das so zu entwickeln, finde ich. Schmeckt auf jeden Fall interessant. Interessant. Interessant oder interessant gut? Junge, Alter. Also wenn man nur das Blatt isst, ist es sehr bitter. Das ist nicht nur das Blatt. Ja, so, ich weiß nicht. Also ich weiß insgesamt nicht, was ich jetzt besser empfunden habe. Also... Das Problem ist, Jonas hat halt so ein paar Aspekte, die ziemlich negativ sind, wie die Suppe, die kann man nicht mal essen irgendwie. Das Teller ist okay und der Salat, den er gerade wegfrisst, war eigentlich gut. Aber ich fand Heikos Gesamtessen halt eigentlich ganz gut. Heikos ist halt im Schnitt, das gesamte Essen ist halt schon essbar, bei Jonas ist halt so ein Aspekt dabei, zum Beispiel der nicht essbar ist. Ja, das ist halt ziemlich ausgeglichen am Ende. Ich würde sagen, das ist ziemlich ausgeglichen. Ein Unentschieden, gab's das schon mal? Ein Unentschieden, sag ich. Und das heißt, keiner muss die Suppe essen. Gut. Nee, beide müssen die Suppe essen. Was? Video beendet? Video beendet, auf Wiedersehen. Gleich Unentschieden. Das schmeckt noch was zu sagen? Schmeckt einfach echt wie Pommes. Noch was zu sagen, Leute? Schmeckt wie Pommes, die Zucchini. Achso, ja, auf Wiedersehen, ne? Ja. Tschüss. Ich hab ja noch gewürzt, die Zucchini. Gut, schön. Und tschüss. Tschüss, einen schönen Tag noch. Wir blenden nochmal ein, wer jetzt gewonnen hat. Also keiner, also... Niemand, blenden wir ein. Wenn ihr wieder was gewinnen wollt, Kanalglocke aktivieren und... und der Next kommt noch ein... Abonnieren nicht vergessen und liken. Demnächst kommt noch ein Kurzfilm. Tschüss. Tschüss, aber ich weiß nicht, ob ich den erst...